Das ist jetzt Ansonsten ist natürlich bin am Ende mit meinem Latein. Quasi der allererste Schritt, die kritische oder sie wurde der Länge alles, was heil ist, kann natürlich oder, kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge vom Sanitäter Fresh Up. Wir haben heute keine Kosten und Mühen gescheut und extra eine Fliegerbombe in Spandau verbuddelt. Kann man das so sagen? Ja, ja, das kann man so sagen. Das ist zulässig. Die graben wir jetzt natürlich nicht wieder aus, das machen andere. Aber aufgrund von so einer Fliegerbombe müssen wir oder unterstützen wir dabei, eine Pflegeeinrichtung zu evakuieren. Es ist noch sehr früh. Es ist wirklich verdammt früh. Sehr früh. Wir wollen euch so ein bisschen erzählen, was wir machen, oder wir, das sind ja nicht die einzigen beiden, aber was das Rote Kreuz sozusagen macht oder auch andere Hilfsorganisationen, das ist möglicherweise recht ähnlich. Wenn eine Schnelleinsatzgruppe anfängt zu arbeiten, in den Dienst genommen wird, und das ist dann eben kurz eine SEG. So sieht es nämlich aus. Die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also je nachdem, welches Thema gerade aktuell ist, gibt es SEGen für verschiedene Einsatzgebiete. Also die klassischen, die es gibt, sind vor allem SEG-Rettungsdienst, SEG-Transport, SEG-Betreuungsdienst. Das sind so die großen drei. Darüber hinaus gibt es natürlich noch mehr. Insbesondere, weil das aktuell so ein bisschen umstrukturiert wird im Hinblick dahin, Module zu machen. Also verschiedene Fähigkeiten in kleine Pakete zu schnüren, die man dann nach Bedarf einsetzen kann. Jo. Genau. Was machen die im Grunde sonst? Was der Betreuungsdienst macht, ist im Grunde ja relativ offensichtlich. Er betreut also Menschen, die keine wirklich schwere medizinische Versorgung benötigen, die sind jetzt irgendwie lebensgefährlich erkrankt, sondern die sind zum Teil zum Beispiel vertrieben aus ihrem Haus durch einen Brand. Das ist so ein ganz typisches Szenario, was wir jetzt auch letztens wieder hatten. Müssen wie heute aus dem Pflegeheim zeitweise geholt werden oder aus den Häusern geholt werden, weil sie eben dort für eine gewisse Zeit nicht sicher sind, nicht unterkommen können. Und dann kümmert er sich so um den täglichen Bedarf. Ne? Also das sind so Sachen wie Klamotten, das sind so Sachen wie, wenn es länger dauert, Duschen. Das ist auch bei kürzeren Sachen schon Essen und Trinken. Ja? Die haben auch medizinische Aufgaben. Also natürlich, wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel aus dem Pflegeheim hole, der an sich gesund und munter ist, weitestgehend, die meisten Menschen nehmen ja regelmäßig Medikamente ein zum Beispiel. Auch um sowas kümmert sich eben die SEG-Betreuung. Dann eben ad hoc, so aus dem Nichts heraus versucht die irgendwie da was aufzustellen. Ist eigentlich, glaube ich, die häufigste von uns eingesetzte SEG, ja. Und so eine der wichtigsten Komponenten, mit der wir unterstützen können, weil das eben auch der Regelrettungsdienst nicht vorhält und gar nicht dafür geplant ist, solche Sachen dann auch zu übernehmen. Ja, letzten Endes kommen wir da auch schon an den Kern dieser SEG. An sich sind sie genau dafür gedacht, eben dann zu unterstützen, wenn die regulären Strukturen, die eigentlich da sind, nicht ausreichen oder zumindest nur mit großen Anstrengungen irgendwas schaffen könnten. Also selbstverständlich, man kann auch einfach 5, 6, 7, 8 Rettungswagen und einen Notarzt alarmieren zu so einer Stelle und sagen, den Besatzungen sagen, jetzt kümmert euch mal um die Leute, die hier stehen. Irgendwie immer drei Leute hinten in den RTW rein, damit es warm ist. Aber das bindet halt Ressourcen, die anderswo gebraucht werden. Das heißt, in solchen Fällen besteht die Möglichkeit, dass eben über die Feuerwehr oder wie heute durch die zuständigen Bezirksämter bei uns Kräfte angefordert werden. Je nachdem, wie akut die Lage ist, kann es sein, dass es eben von jetzt auf gleich, der rote Knopf wird gedrückt, bei uns geht der Alarm und wir machen uns auf den Weg zu den Fahrzeugen, um dann auszurücken. Oder aber es ist wie heute ein bisschen geplanter, das heißt, man weiß schon mit einer gewissen Vorlaufzeit, heute wird entschärft und zu diesem Zeitpunkt werden wir Unterstützung brauchen und dann kommen wir hinzu. Auch wenn das zur Folge hat, dass man sehr früh aufstehen muss. Das ist ein wiederkehrendes Thema heute, ihr werdet das feststellen. Haben wir noch nicht ganz überwunden, glaube ich. Ja, was zu den kurzfristigeren meisten gehört, oder eher so ein Mittelding ist zwischen sehr kurzfristig und manchmal eben auch bei so geplanten Einsätzen wie heute gebraucht wird, ist dann die SEG-Transport. Der Name sagt es schon, die Kernfähigkeit ist, Menschen von A nach B zu bringen. Und da unterscheiden wir im Grunde, können wir unterscheiden in drei Größenordnungen. Wir können transportieren im Sitzen, das machen wir meistens mit so Mannschaftstransportwagen. Ein Berliner Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, glaube ich, hat das auch, ich weiß nur von einem, ein Fahrzeug, was explizit für Rollstühle und Ähnliches gedacht ist, was ja einfach sehr platzraubend ist, man nicht einfach in jedes Auto reinstellen kann. Dann haben wir Liegentransporte, die Krankenwagen, die klassischen, die KTWs, für Leute, die auch keine besondere medizinische
medizinische Betreuung brauchen, aber eben auch nicht im Sitzen verlegt werden können. Und für eine gewisse medizinische Betreuung oder die normale medizinische Betreuung, sage ich jetzt einfach mal, haben wir doch RTW mit dabei. Daraus besteht dann so die SEG-Transport. Genau. Bringt Leute von A nach B. Das ist auch das, wo wir heute mit dabei sind. Falls ihr es noch nicht erkannt habt, wir sitzen in einem Rettungswagen und werden gleich heldenhaft transportieren. Ganz genau. Ich meine, grundlegend vom Ablauf, heute wurde eine Bombe gefunden. Im Sperrkreis, der eingerichtet wurde um diese Bombe, also 75 Kilo, jetzt tatsächlich gar nicht mal so groß, wurde ein Sperrkreis eingerichtet und innerhalb dieses Sperrkreises liegt halt das Pflegeheim, aus dem die Menschen erstmal raus müssen für die Entschärfung. Tatsächlich glaube ich, dass dieses ganze Drumherum um diese Entschärfung länger dauert als die eigentliche Entschärfung, wenn es da zu keinen allzu schwierigen Komplikationen kommt. Aber es dauert halt auch einen Moment, insbesondere dann liegende Patienten aus diesem Pflegeheim abzutransportieren. Wir werden heute vermutlich mehrere Touren hin und zurück machen, weil es ein weiteres Pflegeheim gibt, wo die Leute aufgenommen werden sollen. Das heißt, wir laden im Pflegeheim A ein, fahren nach B, laden aus, fahren zurück und wiederholen diesen Prozess, bis eben das Pflegeheim leer ist. Und drehen ihn am Nachmittag wieder um. Genau. Das ist natürlich nicht ganz nur das, man muss noch ein bisschen auf ein paar Sachen muss man schon achten. Ne? Das ist natürlich schon auch achten, dass während die Bewohner des Pflegeheims eben nicht in dem angestammten Pflegeheim sind, dass sie dort gut versorgt werden können, wenn sie Medikamente regelmäßig brauchen oder so, dass eben auch da die Pflegekräfte in dem anderen Pflegeheim die Chance haben, die Leute adäquat zu versorgen. Da muss man also so ein bisschen gucken, dass man die richtigen Infos noch mitkriegt. Außerdem soll ja idealerweise keiner verloren gehen. Heute geht es von einem Haus ins andere und aus dem Haus wieder genau zurück. Das ist vergleichsweise einfach. Das kommt mitunter auch mal vor, dass man dann verschiedene Häuser auf noch mehr Häuser verteilt. Und dann soll natürlich am Ende des Tages auch jeder in seinem eigenen Bett liegen. Ja? Oder wir hatten das auch schon mal in der Nacht, dann sollte am Ende des Morgens jeder wieder in seinem eigenen Bett liegen. Da muss man also auch so ein bisschen gucken, wen habe ich jetzt eigentlich irgendwo hingefahren, dass dann eben Führungsaufgabe in so einer SEG zu gucken, dass am Ende auch alles da landet, wo es landen soll. Oder jeder da landet, wo er landen soll. Genau. Und da wir heute tatsächlich sogar übergreifend unterwegs sind, also das, was wir heute machen, ist ja ein Einsatz, den alle Hilfsorganisationen dieser Stadt bestreiten. Also in unserem Falle tatsächlich sind heute Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser-Hilfsdienst, Johanniter-Unfallhilfe, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mit dabei und halt vom Roten Kreuz, der Landesverband, unser Kreisverband und weitere Kreisverbände. Also ihr merkt, da sind jetzt schon sehr, sehr viele Player, sagt man heutzutage, glaube ich, mit dabei. Das heißt, da reicht es nicht mehr, wenn so eine SEG kommt mit ihrer eigenen Führung. In dem Falle gibt es eine gesamte Einsatzführung, die in einem Einsatzleitwagen vor Ort ist und das Ganze koordiniert und eben für das, was Nils gerade so schön beschrieben hat, zuständig ist, dafür zu sorgen, dass alle, die transportiert werden sollen, auch transportiert werden und dass am Ende alle wieder heil zurückkommen. Genau. Was gibt es sonst noch? Das ist ein Szenario, was Gott sei Dank nicht so oft vorkommt. Aber wenn wir jetzt mal angenommen, jetzt wäre zum Beispiel diese Bombe nicht gefunden worden, indem man gesagt hat, guck mal, da liegt was, lass mal lieber nicht draufhauen. Ja? Sondern man hat im Eifer des Gefechts diese Bombe gleich hochgehen lassen und jetzt gibt es da also Dutzende Verletzte. Das, was die Fähigkeiten des Regelrettungsdienstes, der im Grunde erstmal ausgelegt ist, immer für einzelne Notfälle hin und wieder mal ein bisschen was Größeres, aber jetzt keine Riesenlagen. Ja? Was der sozusagen nicht bewältigen kann. Das wäre so ein typisches Einsatzszenario für die SEG-Rettungsdienst. Die heißt zwar Rettungsdienst, die hat aber eigentlich, deswegen ist es nicht die SEG-Transport, keine Transportfähigkeiten, sondern die bringen medizinisches Material und Personal vor Ort an den Einsatzort, da wo ganz viele Menschen schwer verletzt sind, akut medizinische Behandlung bedürfen, damit sie nicht versterben oder schwere dauerhafte Schäden erleiden und behandeln dann vor Ort. Das ist also so eine Art, ich nenne das immer so eine Art Bridging vor dem Transport ins Krankenhaus und dann da die definitive Versorgung. Ja. Soll einfach den Rettungsdienst ein bisschen entlasten, damit die RTWs der Berliner Feuerwehr und des Regelrettungsdienstes sich auf den Transport konzentrieren können und niemanden zurücklassen müssen und gleichzeitig der dann eben nicht behandelt wird. Genau. Also ich meine, man kann sich ja vorstellen, in fast allen Fällen, egal was ist, ich spreche jetzt aus meiner gesamten Erfahrung im Roten Kreuz, ist das
Wichtigste, was wir in irgendeiner Form beisteuern können, tatsächlich vor allem Personal. Helfende Hände, die anpacken und unterstützen da, wo sonst nicht genug Personal wäre. Und das ist auch so ein bisschen der Sinn oder der Gedanke hinter dieser SEG-Rettungsdienst, dass eben schnell und unkompliziert eine Menge Personal an die Einsatzstelle gebracht wird, um das, was Nils gerade beschreibt, zu machen. Also man könnte jetzt auch sagen, so salopp, um da so eine Art Feldlazarett vor Ort aufzubauen, um da schon mal zu richten, was zu richten ist und dann halt auch zu unterstützen in den Entscheidungen, wer geht zuerst ins Krankenhaus, wen kann man noch einen Moment in diesem Feldlazarett halten. Naja, also so in der Art. Und dann kommt eben, das ist eigentlich das ganz, finde ich, total Schöne an diesen SEGen, da kommen alle Fähigkeiten zum Einsatz, die wir irgendwie haben. Wir haben das Betreuen, also wo es viel um eine soziale Komponente geht, auch Leute, die in einer wirklich psychisch schwierigen Lage vielleicht sich befinden, dass man die auffängt und denen irgendwie Schutz bietet. Wir haben medizinische Komponenten, die haben wir angesprochen. Wir haben Führungskomponenten, auch die kommen natürlich in jeder SEG vor. Die Führungskomponente funktioniert, je größer es wird, immer dann nur gut, wenn sie von Fernmeldedienst zum Beispiel unterstützt wird, der für eine reibungslose Kommunikation sorgt. Wenn es kalt ist, ist es heute nicht nur früh, ist es auch nicht besonders warm und wir jetzt irgendwo Nikos Feldlazarett aufbauen, ja, dann bräuchten wir da entsprechend Strom, wir bräuchten entsprechend Wärme, für uns, also Strom für die Geräte, Wärme für uns. Ja. In der Nacht brauchen wir vielleicht Licht, das sind dann unsere technischen Fähigkeiten, und also unsere, meine nicht und Nikos auch nicht, nein. Wir haben Leute, die das gut können. Ja. ich weiß, wo meine Geräte ein- und ausgehen, also die kann ich. Und das kommt dann alles zusammen und idealerweise sind wir gut trainiert, arbeiten Hand in Hand, kennen auch die anderen Hilfsorganisationen, wissen, was die jeweils auch gut können. Ja? Bei Wasserlagen ist es immer schön, dass die LRG-Jungs dabei und Mädels dabei zu haben, weil, naja, also ich kann schwimmen, aber ich rette niemanden aus dem Wasser. Ja, ja, ich kann schwimmen, guck nicht so. Bitte. Und das macht irgendwie, das finde ich, macht immer großen Spaß bei so SEG-Einsätzen. Man kombiniert das, was man im Trockenen meistens einzeln getrennt übt, kombiniert man dann plötzlich in der Realität. Und in der Regel klappt das sogar ganz gut, ja, muss man sagen. Das sind eigentlich schon wunderbare Schlussworte, wenn man ehrlich ist, oder? Ja, wir sind auch fast da. Du bist fertig. Ja, dann ist ja umso besser. Wir haben die Hinfahrt zumindest schon mal geschafft. Verabschieden uns. Ich sag mal vorläufig erstmal mit diesen Worten aus dieser etwas anderen Folge. Wie gewöhnlich, nicht wahr? Lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und so. Ich glaube, ich sag das jedes Mal wieder. Das wird jedes Mal schöner. Ja, ja, voll der YouTuber. Macht's gut. Bis dann. So, mal das Ding hier ausschalten.